So, hallo liebe Freunde, wir sind heute am Bannoniring zu Gast zum großen Showdown mit unserer aufgebauten Fireblade. Ich denke, viele von euch haben schon die Videos studiert, die wir hier schon von unserem Fahrzeug gemacht haben. Heute gilt es, um zu schauen, was das Bike jetzt wirklich kann, das Paket. Wir sind hier, wie gesagt, schon am Bannoniring. Wir haben dann ein kurzes Zeitfenster noch, wo wir dann ein paar freie Runden drehen können. Da wollen wir mal schauen, wie das ganze Paket performt. Wir haben für euch natürlich ein paar nette Gimmicks noch mit an Bord auf unserem Fahrzeug, damit ihr nämlich auch seht, wie ich die Runde gefahren bin und ein paar zusätzliche Informationen bekommt, haben wir eine ganz nette Onboard-Kamera auf unserem Fahrzeug. Die ermöglicht nicht nur, dass ihr mitfahren könnt, sondern auch alle Daten, die wir haben von der ECU, werden ins Display eingespielt, so wie ihr sie auch bei den MotoGP-Übertragungen kennt. Haben wir dann im Display und können sie dann verfolgen. Das Fahrzeug ist großartig sonst unverändert, wie aus dem Video schon berichtet. Wir haben das Fahrzeug jetzt auf Pirelli Slicks gestellt. Wir haben vorne eine SC1 drinnen und hinten einen SC0. Das ist in Wahrheit das gesamte Paket. Und jetzt geht es dann gleich los und schauen wir uns an, was wir daraus machen können. So, ja, jetzt sind wir nach den 2-3 Runden wieder zurück in der Box. Gott sei Dank hat alles soweit gut funktioniert. Die Runden habt ihr wahrscheinlich jetzt miterlebt und könnt euch das mal anschauen. Ich habe sie leider nicht komplett ideal erwischt, also da und dort vielleicht ein Scheitelpunkt nicht ideal. Aber darf man nicht meckern, ich glaube es war schon ganz zügig, was wir da jetzt unterwegs waren. Und man sieht, dass das Bike wirklich, muss sagen, extrem viel Potenzial hat. 2-3 Kleinigkeiten wären vielleicht jetzt noch, was ich noch anpassen würde. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir mit dem jetzt ein Paket, wo man wirklich ganz vorne dabei sein kann.
Vielleicht nur ein paar Worte, falls ihr euch fragt, was ist jetzt wirklich genau da an dem Bike verbaut? Wie kann man solche Videos machen? In Wahrheit haben wir ein tolles, einfaches Data-Recording-System von AEM dran, in Kombination mit der Smarticam, so wie ihr es im Video jetzt gerade erlebt habt. Dadurch sind wir in der Lage, die gesamten Daten vom Motorrad in das Video einblenden zu können. Wenn jemand Interesse hat, so ein System auch bei seinem Bike zu installieren, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Wir können das mittlerweile für sehr viele Fahrzeuge anbieten. Informationen findet ihr auch unter AEM oder Memotec. Da sind alle Informationen auch drauf zu diesem System. Ich bin sehr begeistert. Man kann mit wenigen Handgriffen eigentlich wirklich viel Informationsgehalt ins Display reinbringen. Ich verwende das auch gern dann für Instruktorfahrten, weil man doch nicht nur die Bildinformation hat, sondern auch sehr viel an technischen Daten wie Drosselklappenstellung, Speed, Drehzahl etc. Ja, mit was haben wir die Rundzeit gefahren, wie eingangs schon erwähnt? Wir haben eigentlich Standard-Pirelli-Reifen drauf, vorne den SC1, hinten den SC0, waren heute keine leichten Bedingungen, wir haben knappe 50 Grad Asphalt, also das hat ein bisschen Performance gekostet, aber darf man nicht jammern, ich glaube die Zeit war trotzdem ganz okay. Wir haben unsere Gabelbrücke vorne drinnen, die FGR 250, hinten ein abgestimmtes TTX-Federbein. Wir haben ja ein bisschen noch mit Offset gespielt vor der Gabelbrücke, damit wir dementsprechendes Handling auch haben vom Motorrad und noch genügend Stabilität. Ja, und ich glaube, das ist schon wirklich eine sensationelle Geschichte, wenn man mit dem Motorrad einmal am Bannonering so 52er Zeiten fahren kann, dann zeigt das schon, dass das ganze Paket wirklich gut funktioniert, sehr gut performt. Wenn ihr jetzt Interesse habt, auch so ein Motorrad oder in den Genuss von so einem Motorrad zu kommen, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten. Wir können euch so ein Fahrzeug aufbauen, eine 1:1 Kopie machen. Das Motorrad, mit dem ich jetzt gefahren bin, das ist sogar käuflich bei uns zu haben oder zu erwerben. Und wir können das natürlich auch auf ein Neufahrzeug aufbauen. Das heißt, wir können komplett Fahrzeuge auch anbieten. Wer auch Interesse hat an einem Fahrertraining, gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Mit dem Motorrad gibt es auch, das Motor gibt es auch zum Mieten. Das heißt, wenn einer Interesse hat, so ein Fahrzeug sich aufbauen zu lassen und der noch nicht sicher ist, ja, ich weiß nicht, komme ich damit zurecht oder wie performt es wirklich, haben wir die Möglichkeit, dass man das Fahrzeug einmal hernimmt und auch mal ein paar Runden damit fahren kann, damit man im Vorfeld schon mal Informationen bekommt, wie sowas wirklich tut. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Zieht euch das Video auch nochmal rein. Vielleicht könnt ihr euch das eine oder andere nochmal abschauen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir euch bei uns in der Firma begrüßen können. Wir alle Informationen, die ihr dazu braucht, findet ihr unter www.bikeperformance.at. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Freut mich, dass ihr dabei wart und sage nochmal Tschüss.